Für die lang ersehnte Fortsetzung zu Desperados hat sich THQ Nordic ein echtes Profiteam geangelt. Das Echtzeit-Taktikspiel im Wild-West-Setting wird nämlich von Mimimi in München entwickelt, die schon mit Shadow Tactics bewiesen haben, dass sie das Genre perfekt beherrschen. Für Desperados 3 wollen sich die Entwickler vor allem am beliebten ersten Teil der Reihe orientieren. Und wie sich das spielt, zeigen wir euch hier im langen Gameplay-Video. I'm here, shall we? Auch Desperados 3 ist natürlich wieder am Klassiker Commandos angelehnt. Das heißt, auf detailverliebten Maps mit massig Gegnern befehligen wir ein mehrköpfiges Team in Echtzeit, erfüllen vielfältige Auftragsziele und bleiben dabei möglichst unbemerkt. Unser wichtigstes Werkzeug? Die einblendbaren Sichtkegel der Wachen, denn durch die sehen wir genau, in welchem Bereich wir gefahrlos agieren können. I'm here, amigo. Neben dem Serienhelden Cooper sind diesmal vier neue Begleiter mit von der Partie. Hier sehen wir Neuzugang Hector in Aktion. Der stämmige Trapper kann seine Bärenfalle Bianca aufstellen, um damit Feinde unentdeckt auszuschalten. Dazu braucht er nur noch Pfeifen, um die ahnungslose Wache anzulocken. Zwei Fähigkeiten, die wir im Grunde schon 1:1 von Yuki aus Shadow Tactics kennen. Und auch das wirkt vertraut. Nach dem Attentat müssen wir die Leiche noch außer Sichtweite tragen und verstecken. Zum Beispiel in einem der vielen Gebüsche, in dem wir auch unsere Truppe verbergen können. Auch das kennen wir so schon aus Shadow Tactics. Remember, leave the big guy to me. He got you once already. He's all yours. Wer beim Wilden Westen an High Noon und Schießereien denkt, sei gewarnt. Es gibt zwar Schusswaffen in Desperados 3, doch die kommen eher in Ausnahmefällen zum Einsatz. Sonst lockt der Lärm viel zu viele Gegner an. Außerdem lässt sich nicht jeder Feind einfach so über den Haufen ballern, wie Cooper gleich schmerzlich erfahren muss. Gut, dass wir wie in Shadow Tactics beliebig laden und speichern können, so soll sich der Frust in Grenzen halten. Im nächsten Versuch geht diesmal Hector vor und erledigt den Gegner lautlos mit einer Axt. Not your lucky day, is it? Ein Unterschied zu Shadow Tactics, manche Levels in Desperados 3 enthalten auch neutrale Zonen, in denen sich unsere Leute gefahrlos bewegen können. Von hier aus können wir selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge wir unsere nächsten Ziele angehen. Besonders gut gefällt uns hier die lebendige Umsetzung der Stadt und die vielen atmosphärischen Details, die es zu sehen und zu hören gibt. Und nicht alles davon ist einfach nur schmückendes Beiwerk. In manchen Dialogen können wir auch wichtige Tipps aufschnappen, mit denen sich Zielpersonen besonders raffiniert ausschalten lassen. So ein Beispiel sehen wir auch gleich, als wir das hiesige Bordell auskundschaften. Oh, I'm ready. She's making me crazy. Part of me just wants to pack up and leave. I went through her drawer yesterday. Did you know she keeps laudanum there? Don't tell me you got a taste for that stuff. Oh, of course not. I just wondered who we got this from. You know, Doc Harold, sometimes when he can't pay, he brings a bottle from his stash. No, really? Dem Gespräch entnehmen wir, irgendwo im Bordell ist eine Flasche Laudanum versteckt. Das behalten wir uns mal im Hinterkopf, denn im Freudenhaus wartet schon unser nächstes Ziel auf uns. Das dürfen wir übrigens auch komplett einsehen und betreten. Also eine kleine Neuerung im Vergleich zu Shadow Tactics, das hatte nämlich keine Innenräume zu bieten. Die rote Linie markiert das Ende des neutralen Gebiets, das heißt, sobald wir den Bereich betreten, ist wieder vorsichtiges Schleichen angesagt. Protagonist Cooper wendet die gleichen Tricks an wie der Ninja Hayato in Shadow Tactics. Mit einem Münzwurf werden Gegner kurzzeitig abgelenkt, das reicht, um schnell die Position zu wechseln. Dann müssen wir nur noch warten, bis sich eine günstige Gelegenheit ergibt, einen Gegner mit dem Wurfmesser auszuschalten. Anschließend müssen wir noch den anderen Kerl K.O. hauen und fesseln, damit ist er auch außer Gefecht. No danger. Let's do this. Making a move. An dieser vertrackten Stelle haben sich die Wachen gegenseitig im Blick, bis auf die eine am Brunnen. Eyes open. Yeah, I'm ready.
Hector schleicht sich darum von hinten an und bringt seine Schrotflinte zum Einsatz, mit der er auf kurze Distanz mehrere Gegner auf einmal ausknipst. Der Plan hat allerdings einen Haken, nämlich die Wache links, die beide Leichen entdeckt und sofort anrückt. Der schnelle Messerwurf von Cooper hilft da auch nichts mehr, die Wachen sind alarmiert und suchen das Gebiet nun systematisch ab. Hurry up. I'm here, amigo. Anybody find anything? Also, zweiter Versuch. Bei diesem Anlauf hält sich Cooper bereit, um die Wache auszuschalten, bevor sie reagieren kann. Damit ist der Weg zur Rückseite des Bordells endlich frei. Let's make it quick. I'm here. Here goes. Über die Kutsche gelangt Cooper in den ersten Stock, wo er das gesuchte Laudanum auf dem Regal entdeckt. Jetzt heißt es noch kurz warten, bis die Wachen ihre Blicke abwenden, schnell reinschleichen, Flasche schnappen und wieder raus. Okay, then. All right. We're in. Nice place. It'll be tight getting the march. Nächster Stopp, die Seitenkammer, in dem ein Gauner ein großes Whiskyfass bewacht. Hier zapft sich eine Bordelldame regelmäßig ein Glas ab und bringt es zu unserer Zielperson. Also die ideale Gelegenheit, den Fusel zu vergiften und so ein elegantes Attentat zu verüben. Zunächst räumt Hector aber erstmal die Wache aus dem Weg, bevor Cooper dann das erbeutete Laudanum in den Whisky mischt. Keep it cool. It's now or never. Cheers. I don't know, amigo. Danach lassen wir den Dingen einfach ihren Lauf. Your whiskey, madam. What took you so long? Give it here. You keep dancing. This town to shit out. What? Something's... Ooh! I tell you. Ooh. Hey! What's wrong? What's that? Well, shit! Das erste Ziel auf der Map ist damit erledigt. Nun gilt es nur noch, den Fluchtweg freizuräumen, das neutrale Gebiet zu erreichen und dann bei den Passanten auf der Straße unterzutauchen. Let's get moving, amigo. Let's get going. Hey, are you being serious? Mit dem tollen Fundament aus Shadow Tactics und dem stimmungsvollen Wild-West-Design hat uns Desperados 3 schon so gut wie überzeugt. Wenn am Ende auch Story und Umfang stimmen, dürfte hier genau das Echtzeit-Taktikspiel entstehen, das sich die Fans seit Jahren wünschen. Desperados 3 erscheint 2019 für PC, PS4 und Xbox One.